L'Oréal. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt gerade in diesem Moment in Berührung mit einem Produkt dieser Marke seid, die ist relativ groß. Die Frauen vielleicht mit einem Nagellack von Essie oder mit einem Hautpflegeprodukt von Garnier und die Männer mit einem Parfüm von Armani oder vielleicht auch mit einem Haarpflegeprodukt von Redken. Und wenn da jetzt nichts dabei war, schaut einfach mal diese Grafik hier an. Das sind alles Marken, die zu dem großen Konzerndach L'Oréal gehören. Eine ganze Menge. Das ist ein Riesenkonzern. 22,2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. 77.500 Mitarbeiter überall über die ganze Welt verteilt und ein Gewinn von rund 4 Milliarden Euro aktuell. Ein super Image kommt noch dazu, ein gutes Bild, das da nach außen getragen wird. Aber die Frage ist natürlich, gibt es auch Schattenseiten? Ja, das ist natürlich eine rhetorische Frage, denn sonst gäbe es dieses Video nicht. Wie die Schattenseiten aussehen, darum geht's jetzt. Die Wahrheit. Gibt es die überhaupt? Nein, natürlich nicht. Und klar ist auch, dass jede Medaille immer zwei Seiten hat. Es gibt die gute Seite, die gerne nach außen dargestellt wird, auf Firmen-Homepages, in Hochglanzbroschüren oder durch Pressemitteilungen. Und es gibt die schlechte Seite, die Seite mit den Schattenseiten, von denen man nicht so viel erfährt und über die Presseabteilungen gerne schweigen. Und genau so ist das auch bei L'Oréal. Ein Unternehmen, das viel für die Gesellschaft macht, das natürlich jede Menge Steuern zahlt, das die Wirtschaft ankurbelt und vieles mehr. Aber eben auch ein Unternehmen, bei dem einiges nicht so gut läuft. Das hat mit der Gegenwart zu tun, aber wie bei vielen anderen Unternehmen auch mit der Vergangenheit. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Bei der Vergangenheit des Unternehmens, das 1909 in Clichy, nordwestlich von Paris gelegen, gegründet wurde, das auch immer noch dort seinen Hauptsitz hat und das es eigentlich heute gar nicht geben dürfte, das schon vor Jahrzehnten hätte aufgelöst werden müssen und dessen Gründer und langjähriger Chef eigentlich ins Gefängnis gehört hat, aber immer der Reihe nach. Das hier ist Eugène Schuller, ein Mann, der aus einfachen Verhältnissen kam, ein Bäckerssohn und der sich nach und nach hochgearbeitet hat zum angesehenen Chemiker. Eugène Schuller war ein kluger Mann, der gerne mal rumexperimentierte und eines Tages gelang ihm die Sensation. Er hat ein Haarfärbemittel entwickelt, das gesundheitlich, zumindest nach damaligen Maßstäben, völlig unbedenklich war. Bis dahin haben sich die Friseure meistens irgendwelche Dinge selbst ausgedacht oder zusammengerührt und die dann ihren Kundinnen in die Haare geschmiert. Und das war wirklich gefährlich stellenweise und hat auch immer wieder zu üblen Verletzungen geführt. Jetzt gab es eben etwas Neues, Ungefährliches und das war der Grundstock des Erfolgs. 1909 gründete Eugène Schuller das Unternehmen L'Oréal und das legte einen kometenhaften Aufstieg hin. 1939 wurde daraus eine Aktiengesellschaft, Schuller ein reicher Mann und L'Oréal war eines der umsatzstärksten, eines der erfolgreichsten Unternehmen dieser Zeit in Frankreich. Alles, was Schuller anfasste, wurde quasi zu Gold, nur eine Sache, die passte ihm gar nicht. Und das war die linke Regierung in Frankreich. Denn nichts fürchtete Schuller und auch andere Industrielle fürchteten nichts mehr als den Kommunismus. Sie hatten Angst davor, dass ihnen alles weggenommen würde und deshalb begann Schuller damit, die Regierung zu sabotieren. Schuller wurde Unterstützer und Finanzier einer Terrororganisation, die Cagoule genannt wurde, eine rechte Terrororganisation, die immer wieder Anschläge und Attentate verübte. Zum Beispiel gegen den damaligen französischen Innenminister Max Dormoy. Und nicht nur das, Schuller sympathisierte auch sehr stark mit den Nazis. Er sagte also, die haben da eigentlich alles richtig gemacht, wenn wir das nur auch so hinbekommen könnten in Frankreich, wie die das 1933 bei der Machtergreifung gemacht haben. Und auch mit einer anderen Sache sympathisierte er, nämlich mit dem Antisemitismus der Nazis. Ein Zitat aus einer Rede von 1940. Das Wichtigste ist für uns der vollständige und endgültige Bruch mit der jüngsten Vergangenheit, mit den Freimaurern und dem Judentum. In diesem Zusammenhang sprach Schuller auch davon, dass man, Zitat, schnell 50 bis 100 wichtige Persönlichkeiten erschießen müsste. Und dann nahm die Geschichte ihren Lauf. Die Nazis überfielen Frankreich, besetzten das Land und in Teilen des Landes wurde eine Marionettenregierung installiert, nämlich das Vichy-Regime. Und mit diesem Regime arbeitete Schuller immer wieder zusammen. Ein Regime, das mitverantwortlich war für den Tod tausender französischer Juden. Die Sache war eigentlich klar. Schuller hatte einerseits eine Terrororganisation unterstützt, auf der anderen Seite hatte er indirekt bei den Nazis zusammengearbeitet. Konnte man meinen, okay, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ihm dafür der Prozess gemacht. Aber es kam ganz anders. Erstaunlicherweise durfte Schuller nämlich weitermachen und auch sein Unternehmen L'Oréal gab es weiterhin. Andere Konzerne, die mit den Nazis zusammengearbeitet hatten oder bei denen es sonst irgendwelche Auffälligkeiten gab, während des Zweiten Weltkriegs, die wurden teilweise zerschlagen oder verstaatlicht, wie zum Beispiel Renault und die Verantwortlichen kamen hinter Gitter. Nicht so Schuller. Warum?
Naja, er hatte einen wichtigen Fürsprecher, einen Mann namens François. Dieser François war früher selber Terrorist, wechselte dann die Seiten, wurde Widerstandskämpfer, wurde Teil der Resistance, Widerstand gegen die Nazis und sagte nach dem Zweiten Weltkrieg aus, auch Julien und dessen Schwiegersohn André Bettencourt wären Teil des Widerstands gewesen. Und damit waren sie von allem freigesprochen. Dieser François wurde später weltbekannt. Es war François Mitterrand. Von 1981 bis 1995 französischer Staatspräsident und ein enger Freund der Familie, auch ein Förderer der Familie. André Bettencourt war eine Zeit lang Minister unter François Mitterrand. Und die einzige Tochter von Julien, Liliane Bettencourt, die war auch eng befreundet, nicht nur mit Mitterrand, sondern auch mit anderen Politikern, hatte gute Connections bis ganz nach oben. Im vergangenen Jahr ist sie gestorben. Das heißt, gegründet und lange Zeit geführt wurde L'Oréal von einem Mann, der nicht nur Terroristen unterstützte, sondern der auch indirekt mit den Nazis zusammenarbeitete. Und L'Oréal hat diese Geschichte bis heute nicht wirklich aufgearbeitet. Wenn Verantwortliche darauf angesprochen werden, dann schweigen sie gerne und nur ab und zu rückt man mal mit ein paar Infos raus. Und das bis heute. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Kritikpunkt, nämlich bei der Ethik. Wenn es um Schönheit geht, dann ist keine andere Marke auf der ganzen Welt so weit vorne dabei wie L'Oréal. Die Marke steht für strahlend schöne Haut, für wunderbar rote Lippen oder auch für Haut, die nicht wirklich altert, die immer wunderbar glatt ist. Das Image von L'Oréal ist auch wirklich gut. Laut deutschem Markenmonitor ist L'Oréal die zweitbeliebteste Marke im Bereich Kosmetik. Der größte Kosmetikkonzern weltweit lässt aber nichts anbrennen und investiert jedes Jahr rund 6 Milliarden Euro in die Werbung. Das ist deutlich mehr als in die Entwicklung. Da merkt man schon, Werbung ist ganz, ganz wichtig. Die Außenwirkung ist ganz, ganz wichtig und es ist auch ganz, ganz wichtig, da mit bekannten Gesichtern zusammenzuarbeiten. Entweder in der Medienwelt, in der Welt der Stars oder auch hier bei YouTube. Gebt einfach mal Markennamen wie NYX oder Maybelline bei YouTube oben ein. Da findet ihr jede Menge Videos mit Produktplatzierungen, die in Kooperation mit L'Oréal entstanden sind. Klar ist auf jeden Fall, da ist ein wunderbares Image dieser Marke L'Oréal und dieses Image steht für Reinheit, für Sauberkeit, für alles, was mit Schönheit verbunden ist und was mit einer heilen Welt vor allem verbunden ist. Aber passt dieses Image wirklich? Na klar, sagt L'Oréal. Und wenn man sich die Website des Unternehmens anschaut, dann stellt man fest, ja, da wird wirklich viel Gutes gemacht. Ich habe euch das auch mal unten in der Infobox verlinkt. Aber es gibt einen sehr, sehr dunklen Fleck auf der vermeintlich weißen Weste von L'Oréal und der bezieht sich auf das Thema Tierversuche. Da sagt L'Oréal, das machen wir schon ganz lange nicht mehr. Seit 1989, früher als viele anderen Unternehmen, haben wir damit aufgehört. Zum Beispiel Shampoo in die Augen von Mäusen zu tröpfeln oder Ratten das Fell abzurasieren und irgendwelche Tinkturen drüber zu pinseln. Das ist alles schon längst Geschichte. Und das stimmt auch. Tierversuche gibt es bei L'Oréal nicht mehr. Aber es gibt eine ganz, ganz wichtige Ausnahme, nämlich China. In China sind Tierversuche staatlich verordnet. Jedes ausländische Unternehmen, das Kosmetikprodukte in China auf den Markt bringt, dort verkaufen möchte, das muss seine Produkte Tierversuchen unterwerfen. Und diese Tierversuche, die werden staatlich durchgeführt. Da sagt L'Oréal, okay, wir können da nichts dafür, das wird halt so gemacht und wir führen diese Versuche ja auch nicht selbst durch. Stimmt alles. Allerdings müsste L'Oréal das alles gar nicht, nämlich indem man seine Produkte einfach nicht in China verkauft. Andere Unternehmen machen das auch so, genau eben aus diesen ethischen Gründen. Aber damit würde man sich selbst einen Zugang zu einem riesigen Markt versperren und hätte weniger Profit. Und deshalb nimmt man die Tierversuche in Kauf. Nach wie vor, auch im Jahr 2018. Und dann ist dann noch eine Sache, die nicht so ganz passt zur Selbstdarstellung des ethisch einwandfreien Unternehmens. Und das ist einer der Anteilseigner von L'Oréal. Ein Anteilseigner, der rund 30% der Anteile an dem Konzern besitzt, nämlich Nestlé. Nestlé hat ein Drittel aller Anteile an L'Oréal. Und was Nestlé für ein Unternehmen ist und warum man das kritisieren könnte, das erfahrt ihr in diesem Video hier, das ich euch oben auf dem i verlinkt habe und das ich vor einiger Zeit mal gemacht habe. Ja, und wo wir gerade bei Tierversuchen und möglicherweise gesundheitsschädlichen Stoffen waren, da gibt es noch einen Punkt. Und der bezieht sich auf den Inhalt. Dass in Make-ups, Haarsprays oder Cremes und so weiter und so fort Stoffe drin sind, die vielleicht nicht alle super natürlich sind, die chemisch sind, die künstlich sind und die vielleicht der einen oder anderen Haut auch schaden, das ist klar, das ist selbstverständlich, das ist bei allen Unternehmen so. Aber Kosmetikunternehmen wie L'Oréal stehen auch immer wieder in der Kritik, weil Stoffe verwendet werden, die dann doch gesundheitsschädlicher sind, als sie
eigentlich sein sollten. Ganz interessant ist das, was das Magazin Ökotest immer wieder herausfindet zu L'Oréal. L'Oréal fällt nämlich immer wieder auf in den Tests. Gerade erst neulich bei einem Lippenstift, da muss ich den Namen jetzt nachlesen, der ist ein bisschen kompliziert, Color Sensational Summer Pink 148 von der Marke Maybelline. Der ist aufgefallen, weil er unter anderem gefährliche und gesundheitsschädigende Mineralöle enthält. Und diese Mineralöle können, so steht es zumindest in dem Test, sogar krebserregend sein. Und so ist es immer wieder. Vor einigen Jahren sind zum Beispiel auch mal Gesichtswasser von Vichy und La Roche-Posay, beides Marken, die zu L'Oréal gehören, aufgefallen, weil sie gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Und auch 2005 hat schon das Magazin Spiegel über dieses Thema berichtet. Und da ging es unter anderem um ein Haarfärbemittel, das von der Sängerin Beyoncé beworben wurde. Und in dem Artikel heißt es dazu: Einige Produkte der Serie enthalten Phenylendiamin, ein aggressives Allergen, das in den 30er Jahren in Wimperntusche schwere Augenschäden verursachte. Der Stoff lässt Gewässer umkippen und ist möglicherweise krebserregend, aber als Färbemittel sehr beliebt. Außerdem wurde in dem Spiegelartikel darauf hingewiesen, dass einige L'Oréal-Produkte nachweislich zwar viel versprechen, aber relativ wenig einhalten und fast gar nichts bringen. Und auch um die hohe Gewinnmarge bei einigen Produkten ging es zum Beispiel. Bei einem Parfüm kostet die Herstellung laut diesem Artikel 1,50 Euro, der Verkaufspreis liegt dann bei 60 Euro. Und da wurde ein Vergleich gezogen zu WC-Duftmitteln, die genauso viel kosten in der Herstellung, aber natürlich im Verkauf viel, viel weniger. Wenn euch der Artikel interessiert, ich habe euch den mal unten verlinkt. Klar, das ist jetzt schon lange her, 13 Jahre, und L'Oréal sagt, es hat sich einiges getan seitdem und auch einige der Vorwürfe stimmen nicht. L'Oréal versucht auch immer wieder was zu unternehmen, wenn zum Beispiel Ökotests, neue Tests veröffentlicht, die nicht gerade schmeichelhaft für das Unternehmen sind. Auch dazu habe ich euch was unten verlinkt, aber Verbraucherschützer sagen, naja, so im Großen und Ganzen gibt es da doch immer noch einige Probleme. So, und was bedeutet das jetzt alles? Naja, letztendlich muss jeder selber wissen, was er konsumiert und was er nicht konsumiert. Und klar ist auch, das, was ich jetzt hier über L'Oréal gesagt habe, das trifft teilweise auch auf andere Kosmetikkonzerne zu. L'Oréal ist eben der Marktführer. Und ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, L'Oréal macht viele gute Dinge, steckt viel Geld in die Forschung, in die Entwicklung, unterstützt viele verschiedene gesellschaftliche Projekte und so weiter und so fort. Auch dazu findet ihr was unten in der Infobox. Aber es gibt eben auch diese Kritik. Und da würde mich mal interessieren, wie sieht es denn bei euch aus? Sagt ihr, sowas finde ich schon wichtig beim Einkauf, ich achte auf sowas? Oder sagt ihr, naja, man kommt ja eigentlich gar nicht drum rum. Egal, ob man eine Sonnencreme braucht oder ein Parfüm, irgendwie ist L'Oréal da immer mit in Verbindung. Das geht gar nicht anders. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn euch große Marken interessieren und was dahinter steckt, dann findet ihr hier noch ein Video über H&M von mir und ein Video von den Kollegen von Die Frage gibt es hier zum Thema Tierversuche. Habe ich ja in dem Video hier auch ganz kurz angerissen. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.